Ja, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Eike Sadewater und ich bin der zukünftige Hoteldirektor dieses wunderschönen Areals des Schillehof Stralsunds. Und ich freue mich natürlich, also, dass ich die Möglichkeit habe, hier von der ersten Stunde an mit dabei zu sein, dieses Objekt kennenzulernen, das Objekt langsam wachsen zu sehen und langsam zu beobachten, wie aus dem Baby-Schillehof dann das fertige Hotel, das fertige Objekt Schillehof wird. Und das Objekt birgt so viel Einzigartigkeiten, das kann ich jetzt schon verraten. Wenn man alleine von der historischen Begebenheit des Objektes ausgeht, bis hin zu den baulichen Raffinessen, die sie hier drin jetzt freigelegt worden sind. Und das erfüllt mich natürlich mit wahnsinnig viel Stolz, als Stralsunder an in solchem Objekt mit teilhaben zu können, meine Erfahrungen, die ich sammeln konnte, hier reinzustecken in dieses Hotel und dann gemeinsam mit den Bauleuten und den vielen fleißigen Helfern hier auf der Baustelle das Ganze zum fertigen Produkt wachsen zu lassen. Und wenn man mal anguckt, und ich finde, da ist der Innenhof eigentlich am besten, und sich mal anschaut, oder welche Möglichkeiten wir haben, dann haben wir natürlich zum einen hinter uns die Fährstraße 23 bis 25 und direkt hinter mir, und das finde ich eigentlich ist das Herzstück des Schillehof Stralsunds, das Schillehaus, das ehemalige Schillehaus. Und die meisten Stralsunder erkennen es, wie auch ich natürlich, als Supergastronomie, als Topgastronomie, immer eine gute Adresse gewesen für die Stralsunder. Und das wird es auch wieder werden, das kann ich heute schon versprechen. Und wir haben nicht nur das Schillehaus als zukünftiges Restaurant, sondern werden auch die Gewölbekeller sowohl in den Häusern 24 und 25 dann wieder neu für uns entdecken und dann mit Gastronomie weiter erfüllen und mit Leben erwecken. Wenn man sich hier weiter umschaut, dann stehen wir auf einem herrlichen Platz. Momentan vielleicht nur eine Vorstellung und momentan einfach nur eine Riesenbaustelle. Aber ganz sicher wird das unsere Außengastronomie werden. Und die Außengastronomie wird sich prägen durch viele verschiedene gemütliche Bereiche, wird sich prägen mit loungigen Ecken und natürlich eine super Gastronomie, die wir hier an lauen Sommerabenden genießen können. Wenn man jetzt hinter mir schaut, dann haben wir momentan einen recht trist aussehenden Speicher im Fairwall 6. Der Speicher wird zukünftig unseren Wellnessbereich beinhalten. Auch das für uns jetzt schon ein Merkmal, wo wir natürlich die Stralsunder Hotelszene bereichern möchten. Wir werden ein eigenes Schwimmbad haben, wir werden Saunen haben, wir werden Wellnessräumlichkeiten haben, wo wir in der Lage sind, verschiedenste Wellnessmöglichkeiten dann unseren Gästen auch anzubieten. Wenn man vielleicht noch mal weiterschaut und auch das interessant, der ehemalige Kemmladen der Fährstraße 25, eines der Objekte, was dann auch gänzlich mit Hotelzimmern bereichert wird und die dann letztendlich das ganze Projekt auch zu einem wirklichen Hotel werden lassen. Also insgesamt kann man sagen, freue ich mich jetzt natürlich schon auf die Eröffnung, freue mich, dass viele Stralsunder jetzt schon mit Interesse an der Eröffnung entgegenfiebern und ich freue mich, wenn Sie auch damit dabei sind, um nicht nur die Eröffnung, sondern auch die vielen Teilerfolge, die wir bis dahin feiern werden und mit verschiedensten Aktionen dann beleben werden, wenn Sie die mit uns gemeinsam begleiten. Also, ich freue mich auf ein nächstes Kennenlernen. Wiedersehen.